auszurechnen. Bleibt weiterhin spannend. Interessant ist auch, was jetzt Vincent Griechmeier schafft. Vincent Griechmeier in einer guten Form, Solbach super gefahren. Was war er? Ich glaube Sechster, oder? Ja. Ja. So, da biegt er mal gut drin über den ersten Sprung. Hübsch in Position drüber gezogen. Aus Gammerstetten, 23 Jahre alt, der Oberösterreicher im zweiten Training 13. Da wird in beiden Trainings hier ein Tor ausgelassen. Oh, jetzt ist er ganz spitz einer gefahren in den Eishang, das passt schon. Selbstvertrauen ist da, attackiert tot, aktiv sieht er aus. Der gibt viele Schläge. So, jetzt scheint gleich hier mal die Sonne rauszukommen. Das kann nur noch Sekunden dauern. Dann ist der Zielhang überhaupt in der Sonne. Kann er das verwerten? Ja, stark wechselt. Linie hat passt über den Grammersprung. Nächste Zwischenzeit. Achtung. Er ist voll dabei. Vincent Griechmeier. An dieser Stelle, gleich schnell wie Hannes Reichelt. Gibt das jetzt gar eine Vierfachführung für Österreich? Weiter Sprung, weiter Sprung. Oh, aber schnell beim Tor, hat voll attackiert. 600stel fehlen ihm nur. Jetzt zieht durch den Schwung da raus. Oh, wenn er das jetzt wüsste, spürt er das. 109,3 km/h ist absolut in Ordnung. Jetzt da, nein, er muss nicht viel nachdrucken, dass 1, er das da 11, noch erwischt. 90 ist die Bestzeit, die geht sich nicht aus. 1:12:31. Schau mal, verliert 4 Zehntel im unteren Teil und ist dann Siebenter, aber viertbester Österreicher. 5 in den Top 9 im Moment. 5 in den Top 9. Vinz, wieder ein super Resultat. Gefreut sich der Bursche. Vor allem wichtig für die Startnummer. Weißt, der wandert jetzt Richtung erste Gruppe. Absolut. Hat heute eigentlich mit der Startnummer unter Anführungszeichen Pech gehabt, weil er hat Startnummer 26, hätte auch Startnummer 1 bis 7 haben können. Ja. Also die